Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Mittwoch heute. Genau, ich wollte euch heute einfach mal wieder durch meinen Tag mitnehmen. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Ich bin schon in der Waschanlage heute Morgen gewesen, weil ich heute um 13 Uhr zum TÜV muss. Und da wollte ich gerne meinen Wagen frisch haben. Genau. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal in der Küche an, weil die sieht am schlimmsten aus. Viel Spaß euch. Ciao, ciao, bis später.
Ich habe zum Mittagessen dann eine Kichererbsen-Gemüsepfanne mit Nudeln gemacht. Dazu habe ich eine Zwiebel in halbe Ringe geschnitten, Kichererbsen dazu beides angebraten, zwei Knoblauchzehen dazu gegeben, eine Packung Buttergemüse dazu und dann mit geschlossenen Der Deckel so lange garen, bis das Gemüse aufgetaut ist. Dann habe ich ein Glas von meiner selbstgemachten Tomatensoße dazu gegeben und noch einmal 10 Minuten köcheln lassen. Und es war so, 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 so lecker. Das war richtig gut. Was ich dann allerdings gemacht habe, war, dass ich noch in Putenfleisch mit dazu ge gegeben habe, weil das war noch im Kühlschrank und diese Kombi war richtig lecker. Am Abend habe ich mir dann mein Frühstück vorbereitet, ein Apfel klein geschnitten, 4 Esslöffel Haferflocken dazu, 2 Esslöffel Haferkleie und 1 Esslöffel Flohsamenschalen, dann noch 2 Datteln, eine Prise Zimt und 200 Milliliter Wasser und 200 Milliliter Milch und hab das Ganze dann kochen lassen, so bis halt die Konsistenz da ist, die ich haben wollte und hab das dann in eine Schüssel umgefüllt und am nächsten Tag habe ich mir dann noch einen noch ein bisschen High-Protein-Pudding dazu gemacht. Hab mir dann noch das Ganze dekoriert mit Erdnussmus und Kakaonips und und Hanfsamen. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben da Donnerstag.
Genau. Ich war ja gestern, habe ich euch gesagt, dass ich zum TÜV fahre. Ich war auch dort. Dann ist mir gesagt worden, dass der Termin ersten Tag später ist. So, das heißt, ich muss heute nochmal rausfahren. Ansonsten werde ich euch jetzt durch den Tag mitnehmen. Kochen brauche ich heute nichts, weil ich habe gestern, Moment, da ist eine Fliege. Hey Kira! Sag mal, eine Fliege für dich. Sag mal da. Einen Moment, wenn sie losgeht, von der Hand schon. Warte mal, die will nicht von der Hand runter. So, jetzt hier, sag mal. Fliege, nam nam nam. Ein Nachtisch. Ein Nachtisch. Und das Dinky ist auch da. Ja, guten Morgen. Ja, sag mal, guten Morgen, Stinky. Njam, 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 njam. Stinky, ja, gut. Und du pennst gleich wieder, ha? Gell, Mausi? So, genau. Also, kochen brauche ich heute nichts, weil ich gestern so viel gekocht habe, dass es noch für heute reicht. Genau, ansonsten, ich merke gerade, mein Lippenstift ist sehr grell, aber da habe ich so Bock drauf gehabt, auf die Farbe. Naja, gut. Ansonsten geht es mir gerade relativ gut. Ja, ich merke das immer daran, dass ich Zeit und Lust habe, mich herzurichten. Ja, genau. Ansonsten haben die Kinder morgen den letzten Schultag und dann sind Osterferien 2 Wochen. Mein Schatz hat auch Urlaub ab Montag. Genau. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, ich melde mich später wieder und ansonsten werde ich mich jetzt ein bisschen um den Haushalt kü kümmern. Viel Spaß weiterhin.
Dann ist Zeit fürs Abendessen gewesen und ich habe uns einen Couscous-Salat gemacht. Dazu habe ich eine Tasse Couscous mit einer Tasse kochendem Wasser übergossen und das abgedeckt ziehen lassen. Dann habe ich das Gemüse klein geschnitten, was ich dazu geben wollte. Dann habe ich einen Dip gemacht aus Joghurt, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Petersilie. Ach ja, und ein bisschen Paprika an Gewürz habe ich mit dazu gegeben. Dann habe ich eine Dose Thunfisch im eigenen Saft gehabt. Den Gewürz mit Salz, Pfeffer und Paprika.
Dann habe ich den Couscous gewürzt mit Salz, Pfeffer und Olivenöl und habe das Ganze dann in der Bowl an, also wie eine Bowl angerichtet. Und das war richtig gut. Und mein Schatz hat das Ganze ohne Joghurtsoße gegessen und auch das war richtig lecker. Und vor allem war das so, dass es eine richtige Proteinbombe ist. Dann habe ich mir die Nägel frisch gemacht, wieder mit Neonails. Um die zu machen, habe ich diesen Remover auf ein Wattepad gegeben und habe das mit Folie zugedeckt und 10 Minuten ziehen lassen. Und dann habe ich mit so einem Rosenholz Stäbchen das alte Material abkratzen können. Und dann habe ich mir wieder ganz normal die Nägel gemacht. Zuerst die Hardbase, dann habe ich mir den gewünschten Lack drauf gemacht. Ich habe dieses Mal Lust gehabt, so eine Art Farbkleckse drauf zu haben und zum Schluss den Topcoat. Und ich finde, das sieht schon wieder richtig schön aus. Und das Fazit, was ich zu Neonails sagen kann, ist, die sind wesentlich besser wie die Produkte, die ich zuvor gehabt habe. Und das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Falls jemand so UV-Nagellack eben haben möchte, kann ich wirklich Neonails empfehlen. Thank you.
Ich beende jetzt auch den Vlog. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!